Ich grüße euch, ihr Lieben. Hier bin ich wieder mit dem Tagesorakel für den 28. August 2022. Ja, ich freue mich, dass ihr wieder alle mit dabei seid. Und ja, ich habe jetzt am Sonntag immer so ein Krafttier-Orakel-Karte gezogen und heute sind mir irgendwo die Pegasus-Einhörner, also die sind in meinem Regal mit den Karten über den Weg gelaufen und haben geschrien, nimm uns. Dann haben wir gedacht, okay, gut, ihr seid ja auch Tiere, dann nehmen wir heute die. Da bin ich gespannt, was da muss irgendwie eine dringende Botschaft sein, weil das hat sich wirklich aufgedrängt. Und ich werde da wieder entweder fallt eine raus oder ich heb ab und eine Karte ziehen. Von den Pegasus-Einhörnern. Schauen wir mal, vielleicht sollen auch nur bestimmte von euch angesprochen werden, damit ich weiß es nicht. Und wie immer habe ich alles unter dem Video in der Infobox verlinkt, wo sie mich erreichen könnt, welche Karten ich verwende und auch also meine Empfehlungen. Ja. Und ansonsten freue ich mich auch, wenn ihr das Video liked, teilt und natürlich auch gerne kommentieren und meinen Kanal abonniert. So. Für das, dass es so dringlich war, springt jetzt keiner raus. Na gut, dann die wollen sich anscheinend auf mich verlassen, dass ich die richtige ja, Karte auswähle, abhebe. Schauen wir mal, was sich da zeigt. Und das ist jetzt für die Woche quasi. Ach, Herzdiamant. Oh, das ist natürlich eine schöne Nachricht. Okay, es geht wohl um die Liebe. Wahrscheinlich nicht nur um die Partnerschaftsliebe, aber auch generell um dein eigenes Herz. Dann schaue ich mal im Büchlein. Mit dem Ziehen dieser Karte möchten dir die Pegasus-Einhörner das Bewusstsein für dein Licht und seine Auswirkungen auf dein Wirken vermitteln. Du denkst vielleicht immer wieder, was kann ich schon ausrichten? Doch es ist genau wie die Entstehung eines Diamanten. Jedes Teilchen ist wichtig, um seine Reinheit und sein Leuchten zu erschaffen. Erst wenn sich alle Teilchen verbinden, entsteht ein Diamant. Du bist Träger eines Diamanten, geliebtes Wesen, direkt in deinem Herzen. Und heute ist der Tag gekommen, an dem du dies ganz bewusst erkennen und verstehen darfst. Vielleicht fragst du dich gerade, was die Pegasus-Einhorn-Energie mit einem Diamanten verbindet. Nun, das können sie dir selbst sagen. Unser Ursprung ist die Christusenergie, geboren im Schoß von Mutter Maria. Sind wir die Diamanten des Himmels, die reinsten, in Lichtenergie geborenen Wesen. All unsere Absichten entstammen der reinen Liebe. Wir befreien dich mit unserer Diamantenenergie aus allen alten Verhaftungen, reinigen dein Sein von all den dich blockierenden Energien und säubern deine Aura von Fremdenergien, die dein Lichtkörper immer wieder verunreinigt. So, das geht dann noch ziemlich lange weiter. Also es geht, würde ich sagen, direkt so um diese Reinigung, um diese Klarheit. Das Herz ist ja auch sehr klar um deinen Diamanten, aber mir kommt trotzdem auch das Thema Partnerschaft, ja. Vielleicht findest du jetzt so deinen Herz-Diamanten auch. Also schick die Pegasus-Einhörner aus, ja, und bitte sie, deinen Lichtkörper zu reinigen. Und du kannst sie wirklich auch bitten, eben, dass die richtige Person in dein Leben gezogen wird, ne? Na gut, dann, das ist ja eine wunderschöne Nachricht, ja. Also die Woche begleitet uns die Pegasus-Einhörner mit dem Herzdiamanten. Vielleicht, ja, passiert die Woche noch irgendwas, die kommende, da bin ich gespannt. Na gut, alles Liebe, einen schönen Tag noch. Tschüss, Baba.